Und willkommen zurück zu Super Mario 64. Wir sind hier dabei jetzt ihr wisst, was wir machen müssen. Wir müssen wieder zurück in die versunkene Stadt. Und dafür müssen wir wieder den Wasserstand ganz nach oben bringen. So, den letzten Part hatte ich ja gemacht auf 16 Minuten irgendwas. Und falls dieser doch nicht hochzuladen ist, ich weiß es ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil ich den noch nicht hochgeladen habe, sondern hier jetzt ein bisschen auf Vorrat aufnehme, werde ich diesen Part vorsichtshalber nur 12 Minuten noch irgendwas machen, beziehungsweise 13. Ich muss mal gucken, wie das jetzt hinhaut. Aua. Damit ich nämlich den Rest, falls der nämlich nicht passen sollte, noch passend hier reinschneiden kann. Denn wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, dass ich jetzt über 15 Minuten hochladen kann. Ich weiß es absolut nicht. Ich habe keine Ahnung. Genau deswegen muss ich es auch ausprobieren. So, jetzt hier nochmal speichern, wie beim letzten Mal. Wieso geht denn das jetzt nicht? Hallo? Speichern. Ich habe gedrückt, Mensch. Was sollte denn das? Ich habe F5 gedrückt zum Speichern und der hat nicht reagiert. Was soll denn das? Ach, was soll's. Und das wollte ich definitiv nicht machen. Ich wollte keinen Walljump machen, Mario. Ich wollte hier hochjumpen. 1, 2, 3. Lief ja mal wieder super. Das ist das Schwierige hier an diesem Bob-Bomb. Da hochzukommen. Ach, wisst ihr was? Ich gucke jetzt erstmal, ob die Kanone trotzdem noch offen ist. Und ob ich das hier überhaupt total umsonst mache, was ich hier versuche. Ich möchte hier jetzt wirklich nicht zigtausend Stunden hier rumwuscheln. Ah, doch. Die Kanone ist offen. Da hat sich das Nachgucken ja doch mal gelohnt. So, ungefähr hier, glaube ich, war das, mussten wir zielen. So, ich drücke nochmal zum Speichern. So, hoch. Jeha! Und getroffen. So, beim letzten Mal hätte ich mich ja hier fast rausgeglitscht. Das wäre ja was gewesen, wenn man sich hier aus der Map glitscht. So, und ich nehme mal an, Leute, ihr habt schon erraten, welches Projekt am 30.11. denn nun starten wird. Es wird auf jeden Fall nicht Minecraft sein, so viel sei schon mal gesagt. Und wir kommen schon wieder der versunkenen Stadt näher. Oh, dieses Geheimnis, diese geheimniswirkende Musik, also die liebe ich ja hier dran. Was ich ja auch sehr schön finde, ist, dass diese Musik ja ein Remake auch in Super Mario Galaxy geschafft hat. Und wieso hat Mario den jetzt nicht berührt? Erstmal hochgehen und Luft schnappen, bevor uns hier Mario abkackt. Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Ertrinken ein sehr schöner Tod ist. Absolut nicht. Ich möchte es auch nicht herausfinden. Denn im Gegensatz zum wahren Leben kann Mario ja hier abschmieren. Im wahren Leben ist es leider nicht mehr so. Ich stelle mir sowieso vor, wie wäre das Leben, wenn man es nochmal von vorne anfangen könnte? Jetzt nicht nur im Sinne von Wiedergeburt und all dem Scheiß, nee. Ich meine jetzt auch an sich. Wie wäre es? Wie würdet ihr zum Beispiel euer Leben neu anfangen? So, konnte ich hier jetzt nochmal durch? Ja, konnte ich. So, dadurch spare ich nämlich eine Menge Zeit. Und ich habe schon sofort einen Fehler gemacht. Dumm. Voll dumm. Voll dumm. Ich bin auch so eine hohle Fritte. Ich muss doch den Schalter da hinten aktivieren, damit ich überhaupt erst da hochkomme. Voll bescheuert. So, schnell jetzt. Blöd, dass ich hier nicht direkt durchjumpen kann. So, aber ich kürze hier mal ab. Ist sowieso komisch, dass man da einfach so durchlatschen kann mit der Kappe. Aber naja, was soll's. Ja, ach, komm hoch da. Und da ist der Stern. Das war's. Beachte das Zeitlimit. So, ich glaube, das war sogar der letzte Stern, wenn ich mich nicht... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, wir haben ja alle. So, das heißt nämlich, wir können jetzt endlich in das oberste Stockwerk. Meine Fresse. Moment, haben wir wirklich alle? Habe ich auch keinen übersehen?
Aber es könnte sein, dass ich einen Geheimstern noch irgendwo übersehen habe. Das könnt ihr mir ja gerne noch schreiben, Leute. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, wo alle Geheimsterne sind. Kann sein, dass mir ein paar entflohen sind. So, aber jetzt machen wir hier auf. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Ja, was denn sonst? Wir brauchen keine Schlüssel, sondern Sterne. Ach du Scheiße. Seht ihr da, was ich sehe? Eine Uhr. Das ist nämlich auch eine Welt, in die wir rein müssen. Und die hasse ich definitiv. Jetzt kommen nämlich die schwersten Level überhaupt. So, Tötchen, hast du vielleicht einen Stern für mich? Jawohl, du hast einen Stern für mich. Jeha! 104. Ja klar, möchte ich speichern. So, aber ich glaube, der hat jetzt noch irgendwas Wichtiges gesagt. Toad? Ich möchte nochmal kurz mit dir reden. Hallo? Ich möchte nochmal mit dir quatschen. Die Uhr ist wirklich ungewöhnlich. Ihr Inneres verändert sich im Laufe der Zeit. Ja, das stimmt sogar. Je nachdem, nach welcher Zeit wir dort hineingehen, verändert sich nämlich die Geschwindigkeit. Der kann ganz schnell laufen, ganz langsam laufen oder auch komplett stillstehen. Ich weiß nur noch nicht mehr, zu welchen Zeiten das überhaupt war. Das weiß ich nämlich wirklich nicht mehr. So, und einer dieser Gänge hier ist ein geheimer Stern. Ich weiß jetzt nicht, war das jetzt die Seite oder war es die Seite? Ich meine, die Seite hier, die müsste einer der letzten sein. Ich guck jetzt einfach mal. Jawohl, das ist der geheime Stern. Och, das liebe ich ja. So, aber hier werde ich jetzt auch nochmal speichern. Denn hier rumzufliegen... ich weiß echt nicht mehr, wie ich hier rumfliegen soll. Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Dunst. Oh, aber das ist schön hier. Das wollte ich schon immer mal machen. Durch die Gegend düsen. Ah, richtig, richtig, richtig. Ich muss da hinten hin. Nee, falsch. Wo ist der Bob-Omb? Wo ist der? Scheiße. Jetzt sag nicht, der ist da unten. Puh. Die sind nämlich ganz, ganz wichtig, diese Kanonen. Ja, mach die Kanonen bereit. Bitte. Die werden wir hier nämlich sehr, sehr oft nutzen. Jawohl, natürlich bin ich bereit. Was denn sonst? So, ich glaube, das war ein Fehler, was ich gemacht habe. Ich muss jetzt nämlich mal gucken, wie kam ich da oben denn jetzt überall ran? Ja, gehst du wohl rein da? So, hier werde ich auch nochmal speichern in der Kanone. Denn ich weiß, ich muss dort oben irgendwo hinauf. So, und ganz blöd zielen darf ich ja auch nicht. Ja, das habe ich schon versaut. Toll. So, ich hoffe, ich kann hier jetzt noch gerade steuern. Komm, komm. Jetzt nicht schlapp machen, Mario, bitte. So. Alter Verwalter, das war hier wirklich gar nicht so einfach. Moment, klappt das jetzt, wenn ich hier so? Na? Jawohl. Au. Alter, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Oh. Alter, ich habe jetzt gedacht, ich würde hier wirklich abschmieren. Alter, ne wirklich, ich hatte jetzt Todesangst. Das war jetzt wirklich mehr Glück als Verstand. Und da war jetzt eher nur ne... Nein, 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 nein. Boah, Alter, Mario, wie gehst du denn hier jetzt ab? Hilfe! Oh, aber man muss echt sagen, die Welt hier ist nice. Die ist wirklich schön. Da kann man nichts gegen sagen. Da kann man echt nichts gegen sagen. Das Einzige, was mich hier stört, ist die Mucke. Also die passt mir nicht wirklich. Muss ich ganz offen gestehen. So, rein da nochmal. So, aber irgendwie musste ich doch jetzt, Wo waren denn jetzt die restlichen Münzen? Da oben, glaube ich, ne?
Wie kam ich an die da oben ran? Ich weiß das nicht mehr. Ja, und da habe ich schon wieder gefailt. Ah, hier ist noch eine. Very nice. Und irgendwie leckt gerade ein bisschen das Spiel, kann das sein? Ja, es leckt gerade ein bisschen. Keine Ahnung wieso. Ja, das Spiel fängt gerade an ein bisschen zu laggen. Und ich glaube, hier werde ich einen kleinen Schnitt machen, Leute. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.